Ja, Hallöchen und willkommen zurück zu Deponia Grill Doomsday oder Grill Donnerstag. Ja, als letztes sind wir stehen geblieben und ja, haben ein wenig gerätselt, wie wir weiterkommen. Momentchen, so, Mikro noch ein wenig nach vorne, so. Und ja, das ist unser Inventar, was wir bis jetzt haben. Alufolie haben wir gefunden und unser Herr Tuck, den versuchen wir damit denn noch abzuschirmen. Und ja, zwei Sachen sind mir eingefallen, beziehungsweise wurde ich in Anführungsstrichen auf die Sprünge geholfen. Und zwar einmal Alufolie. Mist. Entweder fehlt hier der Zapfhahn oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen... Okay, alles klar, das hat nichts gebracht, aber andere Sache. Wir haben ja hier ein Glas mit Wasser. Und das haben wir von Momentchen, das haben wir ja unten vom Chillbot bekommen. Und Moment, jetzt können wir ja mit MacChronicle nochmal reden und die Zeit zurückspulen. Dann können wir das Dartspiel. Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Dann können wir das Dartspiel vielleicht nochmal probieren. Ich probiere es einfach nochmal. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass. Du weißt, alles, was du seit... Ja, na klar, na klar. Egal, das kann... Achso, warte mal. Egal, machen wir mal. Das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Jetzt kurbelt er wieder los. Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Kommen? Naja, mal gucken. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht... Ach, noch Rad? Du hast dich aber gar... Warum sagst du dann Stopp? Ach, egal wie was macht, der donnert da immer gegen. Kommen. Ja, 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 ja. Und das war's. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo. Stopp! Das gibt's doch nicht. Tja, jedes Mal die gleiche Leier. Und daran wird sich nichts ändern, bis wir den Elefanten da wegkriegen. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Oh. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Ja, hier ist es noch der Nilbot. Ach, dann müssen wir hier echt nochmal alles machen. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe. Ja, okay, alles klar, das kennen wir ja. Mist, 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 Mist. Aber das Gute ist, jetzt wissen wir ja zum Glück, wie wir alles machen müssen. Oder wäre es einfacher jetzt zu laden? Ich überlege mal ganz kurz. Moment, laden, speichern. 21:11 Uhr, weißt du was? Mir tut es jetzt ein bisschen leid, aber wir wissen jetzt Bescheid, dass das nichts bringt. So, zur Kreuzung. Nach Kuhweg. Gut, hier sitzen sie und putzen. So, die spielen nicht, weil kein Licht da ist. Und wenn wir jetzt hier uns ein bisschen weiter bewegen, dann könnten wir uns natürlich die Flaschenbürste holen. Aber sobald wir denn da sind, ja, nimmt er es wieder zu putzen. Und ja, gute Frage. Aber haben wir hier überhaupt was zum Beleuchten? Oder zum Leuchten bringen? Nee. Die Frage ist natürlich, wer das alles kontrolliert mit dem Hin und Her. Ob es überhaupt einen Kontrolleur gibt? Ah, warte mal. Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Das will er auch nicht machen. Schade. Dazu fehlt mir gerade... Leider hat... Schade. Weil dann hätten wir wenigstens schon mal einen Gegenspieler. Den Rattenjungen. Warte mal, ich möchte mal gern wissen, was passiert.
Schnutzelbärchi. Ich gestehe das mal. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Ja, können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Na, dann kommt sie gar nicht mit. Ja, dieser negativ. Na gut, dann gestehen wir mal. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Lustiger, lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Hat er mich gerade angeguckt? Ja, okay. Alles klar, das kennen wir ja schon. Das heißt, gestehen, es läuft immer darauf hinaus, dass... Eine ist doch. Also es läuft immer darauf hinaus, dass sie sich wieder hinsetzt und nichts passiert. Aber ich frage mich natürlich... Was soll der Schrott? Ich meine... Dieser Unrat schadet meinem femininen Gemüt. Dann bist du nicht nur im falschen Körper gefangen, sondern auch auf dem falschen Planeten geboren. Tja, gute Frage. Was kann man denn das hier noch ich so? Nicht für später ein. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie ist mein Motto. Boah, gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall den Honigspender. Damit könnten wir denn theoretisch mit der Alufolie eigentlich... Eigentlich bin ich der Meinung, dass wir da Wachspapier machen können und dem guten Herrn Lotti dann die Beinhaare abrasieren. Und demzufolge hätten wir dann gleich an der Alufolie das, in Anführungsstrichen, Stroh. So sehe ich das. Und dann können wir unseren Freund gleich mitnehmen. Unseren Tuk-Tuk. Aber die Frage ist natürlich, wie wir das anstellen, weil wir haben ja hier nirgendwo einen Hahn. Ich finde ein. Die Frage. Lass das mal. Gerne. Okay, alles klar. Das kennen wir schon. Hier kommen wir natürlich auch nicht rein. Warte mal. Er kann sich seinen eigenen Schrott besorgen, was er mit seinem Outfit bereits hinreichend bewiesen hat. Okay, alles klar. Aber ich frage mich echt, Knickerfolie. Die brauchen wir auf jeden Fall denn noch für die für die Gläser. Wie jetzt? Bernhard hat schon... Ich brauche doch noch Signal. Ach, das finde ich immer ein bisschen doof, dass ich da so überfragt bin. Und hier können wir... In solche Strom... Was? Das trägt man jetzt so. Aluhut. Das war ja... Was, mit dem Strohhalm? Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Dum, dum, dum. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was?
Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, ich was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht in Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Geil, dann haben wir es jetzt also schon. Die andere Sache ist natürlich, wozu dann die ganze Geschichte da oben mit dem Faulobst und vor allem mit der Lizenz und mit der Muskete für später auf... Oh, geht. Na gut, denn... Oh, ich weiß gar nicht, ich... Weißt du was? Ich bin mal so fies und gewitzt und unfair und speichere einfach mal ganz kurz. Und wenn es dann nicht klappen sollte, dann... Naja, wissen wir, was los ist? Upa, nein! Weiterspielen, so. So, Mac Chronicle. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Das betrachten wir als ja. So, wie funktioniert aber gleich mit der Erinnerung? Okay, alles klar. Kann ich nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Na klar. Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit... etwas mehr Vorbereitung. Zu spät. Scheiße. Nicht, dass er das immer sagt, wenn irgendwie was noch fehlt. Aber eigentlich haben wir den ja eigentlich haben wir den ja eingeweiht. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Oh oh. Naja, probieren wir mal. Amen. 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 Jetzt bin ich mal gespannt. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Was? Was, wo? Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Geil! Absolut! Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Oh oh. Tag. Jetzt haben wir, glaube ich, ein kleines Problemchen. Was ist passiert? Der rosa Elefant. Er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles nur Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Oh, das ist mies. Und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Oh, weia. Ich guck mal zu den Gläsern. Die muss ich ja vorher nochmal... Knisterfolie. Noch nicht. Was, noch nicht? Noch nicht. Wieso noch nicht? Na gut. Warte mal, mit dem kann ich nicht mehr reden. Der Elefant war hier. Natürlich. Aber vielleicht legst du dich trotzdem erstmal hin. Morgen sieht die Welt schon wieder viel freundlicher aus. Du hast nicht viel Erfahrung mit Alkohol, oder? Die Sache ist natürlich, dass in der Vergangenheit, also sprich da, wo das mit dem Elefant jedes Mal passiert ist, wo der den gesehen hat, da ist er immer wieder davon ausgegangen, dass der Elefant da war.
Oder beziehungsweise er hat ihn ja gesehen und hat es dann in Erinnerung gehabt. Und jetzt, wo die Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart so passiert ist, dass der Elefant nicht da war, sprich von ihm abgelenkt, hat er ja den Elefanten nie gesehen. Das heißt, er hält ihn jetzt für verrückt. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Will mit Tetanus uns beistehen. Na gut, das kennen wir ja alles schon. So, Soon. Reden wir mal mit denen nochmal. Ja gut, alles klar. Okay, alles klar. Das kennen wir ja eigentlich alles schon. Na gut. Aber die Sache ist natürlich, die Ofenkartoffel, alles mögliche, das brauchen wir ja jetzt noch. Hey Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Nochmal. Ist doch eine Kürbislaterne. Na gut, das kennen wir ja alles schon. Lotti! Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das... Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso? Hab ich im Es wäre voll geil. Es wäre geil. Fatso. Ja. Also. Aber gut. Das kennen wir eigentlich schon. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer... Aber den Rasierer, wozu brauchen wir den? Verflucht tut das! Gut so! Aua! Ich leide mit dir. Was so? Ja, gut. Gut, da kriegen wir jetzt den Bügel. So, zack. Fällt dir! Beine, okay, alles klar, das kennen wir ja schon. So und. Wobei ich mit einem. Kettensäge. Pülitü! So, das können wir auch schon. Ah gut, dann können wir jetzt hier nochmal alles schnappen. Müssen wir ja sowieso. Strohhalm und Aluhut. Warte mal, die Alufolie. Ach, die kriegen wir ja von der Kartoffel. Lecker. Der Bart frisch rausgerissen. Stimmt, da sind noch grüne. Dazu fällt mir gerade leider hat der schon. Na gut, alles klar. Aber den Dartpfeil. Ich frage mich, wie wir an das Drosselglied rankommen. So, und Weltmeisterschaft. Und Rufus holt zum Schlag aus. Leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, oh. Rufus, man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ich wette, der versucht jetzt nochmal und es kommt genau das gleiche bei raus. Und wow. Leider daneben. Wie jetzt? Trifft er jetzt gar nicht mehr? Und. Tja, leider dann. Das gibt's nicht. Warum? Das heißt, das Glaswasser brauchen wir scheinbar nicht. Aber dann können wir natürlich mit dem Dartfeuer jetzt noch ein bisschen was machen. Oh, die Frage ist natürlich, was? Okay, nein. Warte mal, den Bart hier oben, das haben wir, glaube ich, schon mal. Genau, das haben wir schon mal ausprobiert. Wenzel. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst? Ja, na klar. Na dann. Aber es fehlt natürlich... Ja, genau. Was ist mit dem... Der darf nicht mitspielen. Hä? Warum nicht? Weil er noch zu klein ist. Zu klein... Ich muss mein Mann. Jetzt kommt natürlich die Frage zu klein, ob das denn mit dem Bart. Stimmt. Ja, okay, das haben wir schon mal ausprobieren. Wie kommen wir denn hier an den Honigspender? Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Tja, Kartoffelhalbiermaschine. Ich frage mich, wozu das? Das muss ja auch einen Sinn haben. Irgendwie muss ich da doch noch rankommen. Das heißt, ich muss ja sowieso erstmal allgemein den Dartpfeil muss ich, da muss ich erstmal allgemein treffen.
Aber das ist natürlich eine gute Frage. Bügel. Tuk. Ach, warte mal, Chrono-Car. Gucken wir mal, was da passiert, wenn ich das jetzt mal... Nicht doch jetzt, wo ausnahmsweise einmal alles im Lot ist. Okay, alles klar, da passiert nichts.